Was ist denn los, Lars? Freude und Leid sind so nah beisammen. Das stimmt, aber nach deinem Leid kommt unsere Freude gleich. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Kann man Liebe in Zahlen fassen? Viele Philosophen und Romantiker haben bis jetzt gesagt, nein, aber Lars-Erik Paulsen möchte dort etwas verändern. Es ist die 23, es ist die 17, es ist die 54, es ist die 72, es ist die 93, es ist die 98. Nee, du musst schauen, erst die Produkte an, dann sagst du die Lösungen. Du kannst nicht die Lösungen davor schon sagen. Und die 12. Das ist pfiffige Ziffern. Das Erfolgsformat auf RBTV. Ach, echt, das ist so pfiffig, finde ich die gar nicht. Nee. Ehrlich gesagt, habe ich in meiner Karriere als pfiffige Ziffern Co-Moderator, deine Show, habe ich relativ wenige Ziffern gesehen, wo ich mir gesagt habe, nee, das ist pfiffig. Das ist pfiffig. Ich habe freche Ziffern gesehen, ich habe peppige gesehen, aber pfiffige sind mir auch relativ wenige Ziffern über den Weg gelaufen. Naja. Da muss ich auch mal sagen, nee, das geht besser. Wir leben in der Konsumgesellschaft und das habe ich akzeptiert, damit muss ich leben, okay. Aber dass ich dann wenigstens zumindest ein paar pfiffige Ziffern bekomme, das muss doch dann mindestens drin sein. Also das Ding ist das, ich habe jetzt schon, wir sagen mal bei diesen Folgen, die wir bisher gedreht haben, habe ich schon ab und zu mal zum Beispiel so eine 15,99 gesehen. Da sage ich schon, das ist pfiffig. Naja, das ist schon pfiffig, frech. Aber ich habe zumindest kurz gedacht, Mensch, das ist pfiffig. Ne? Ja. Aber das heißt ja nicht, dass die ganze Sendung dann pfiffige Ziffern heißen sollte, nur weil eben eine, das ist wirklich die einzige, die mir einfällt, 15,99 ist eine pfiffige Ziffer, meiner Meinung nach. Ja. Was für dich die pfiffigste Ziffer? Die 8 ist schon, pfiffig. Die 8 ist schon pfiffig, aber ja, auch nur ein bisschen frech. Wir gucken mal rein, ob wir vielleicht heute ein paar Produkte finden, für die wir uns unfassbar groß. Was für ein Spiel eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Gucken wir mal rein. Hallo? Was ist pfiffige Ziffern? Florentin und Lars sehen sich Produkte auf Amazon an. Raten die Preise? Amazing. Amazing indeed. Und ich muss sagen, mein Bank-Mitarbeiter hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Will, Ihr Konto ist wieder viel zu voll. Das ist randvoll, da passt kaum noch was rein. Das ist wieder, wir müssen schon umschichten. Angebaut. Sie haben angebaut in der Bank. Ja, und wir brauchen jetzt irgendwie, das kriegen wir alles nicht mehr hin. Sie müssen dringend Geld ausgeben. Ja. Dann sage ich, okay, gut, ist doch kein Problem. Da wende ich mich einfach an meinen besten Freund und zwar an Amazon.de und die Zufallssuche da vorne. Dann sagt mir immer gute Ideen, was man da kaufen kann. Denn wir alle haben das Problem, Geld muss weg. Und dafür, glaube ich, kann man auch mal Geld ausgeben. Für einen Hut-Stretcher. Ja, ein Hutdehner. Ich glaube, wir alle kennen's. Wir lieben Hüte, aber sie sind so eng. Sie sind winzig, ja, klein. Da haben wir hier ein Beispiel. Als sei das Ganze abgesprochen, haben wir hier das von RKT BNS aus unserem Shop. Moment mal, und die muss man noch dehnen, damit die Größe richtig größer... Ja, guck dir das nochmal an. Au! Au! Oh, viel, nee, zu ist eng. Viel besser. Ja? So. Und jetzt kommt dann den Dehner, den habe ich hier unten, den zeige ich jetzt nicht. Und? Aber ich habe mich schon gefragt. Oh, bequemer geht's ja kaum. Oh, bequemer mit dem Hutdehner. Ich habe mich schon gefragt, was der nach seiner YouTube-Karriere macht. Dehner? Und dann ist er jetzt auf Hüten unterwegs. Wir haben hier den Hutdehner. Und der ist verstellbar, robust und einfach zu verwenden. Und das ist doch alles, was ich brauche. Das ist eine Dad Hat, sagt man im Modejargon. Ja? Sehe ich aus wie ein klassischer Dad jetzt eigentlich? Also, ich dachte, tot. Dead. Tote ist es sehr beliebt bei toten Menschen. Für Beerdigungen oder so, die haben das gerne. Ja, da muss dann oben hier RIP draufstehen und so, ne? Ich finde sowieso, man sollte mal eine neue Tradition einführen. Die Totencap. Ja, es gibt, ich glaube, die Totenmaske, wo nach dem Tod die Gesichtsabdrücke ausgezogen werden. Da kam jetzt die Totenkappe. Todestrends hat sich nichts mehr getan die letzten Jahre. Wahnsinnig wenig Jahrzehnte. Wenig Revolution, ne? Ich meine, früher waren die Leute noch innovativ und haben gesagt, komm, lass uns mal alle schwarz tragen. Ja. Oder einen Schleier oder was auch immer. Ja, oder dann so ein Streifen am Bild oder irgendwie sowas. Ja, und was ist die letzten Jahre? Gut, da hat natürlich auf Social Media die ganzen Postings. Das gab's Die Geister-Accounts, stimmt. Ja. Auch eine gute wir kommen zu diesem Produkt und müssen schätzen, wie viel es kostet. Hast du, also du willst sagen, unsere Gesellschaft hat es Trauern verlernt? Ja, man ist so ein bisschen in den Trauertrott reingekommen, finde ich. Ja, weil man halt immer super lame. Trauern haben wir alle schon ein paar Mal jetzt gemacht. Ja. Irgendwann braucht man da wieder einen neuen Pfiff. Es ist so ein bisschen, man rennt gegen so eine Trauermauer an, ne? So finde ich auch, ja. Trauertrends, Trauermauer, Trauermauer, Trauertrends. Vielleicht kommt man mit dem Hutstretcher durch. Ja, also ein Produkt, das in meiner Welt nicht vorkommt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Hüte,
Und hätte ich einen Hut, wäre, ich glaube, es gibt, also, sorry, ganz kurz, ob, vielleicht bin ich jetzt zu naiv als Nicht-Hutträger, aber wenn dir der Hut zu eng ist, dann mach ihn größer mit dieser Größenverstellung. Gibt's ja nicht ist immer. Jetzt mal, ne, aber hier sehen wir zum Beispiel, es gibt diese Größenverstellung hier links hinten, dann mach die doch ein bisschen größer, du musst es ja nicht unbedingt groß dehnen, ne, also man hat sich da ja was, Günther Hut hat sich ja was dabei gedacht bei der Erfindung der Kappe. Ein dummes Arschloch, ne? So ein richtig auch Verschwörungstheoretiker geworden. Und so Günther Hut, wirklich. Also ich weiß, also Leute, die heute noch Hut tragen, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Guck mal, was hat der denn mit seinem Hut gemacht? Wir bräuchten noch ein Bild von der Person, die sagt, jetzt ist perfekt. Jetzt ist perfekt, einfach mit so einem. Ja, oder ist dieses Gerät dafür da, dass du aus normalen Cappies so einen Zylinder machen kannst? Ja. Du machst die quasi so weit in die Höhe, das ist quasi wie so ein Zylinder. Heißt doch Zylinder, oder? Ich glaube, im Grunde kannst du das jede Hut vermachen. Ja. Ich frage mich ohnehin, warum man nicht einfach alles stretcht. Zum Beispiel, mein Auto ist mir ein bisschen zu klein geworden. Stretched. Warum gibt es nicht einen Auto-Stretcher, wo du einfach mit so einer dann einfach schön aus so einem Smart so eine richtige Limousine stretcht. Letzten Endes kannst du ja alles stretchen, wie du willst. Es ist ja alles elastisch. Alles ist elastisch, Lars. Du denkst immer, oh, Stein, Metall, oh, das ist fest. Ich denke immer nach fest, kommt ab. Es ist alles, was ist das denn? Probier mal. War das von der Kappe oder was? Na, Schokoriegel. Boah. Hä? Probier doch mal. Ah, das ist so ein Hunde-Ekel-Zeug. Boah, das ist so. Ach fuck, ich dachte, ich hätte ihn kurz davor. Wie Hunde einfach. Du willst einmal kurz in den Biskuit da reinzubeißen. Aber wie Hunde auch so eine fucking Ekel-Aura um sich haben. Alles um sie rum ist auch eklig. Ach. Nee, na, jetzt komm. Liegt er gerade so brav, nee. Das will ich hier nicht stören. Stretch den mal einfach. Stretch den mal länger. Ja, ich glaube, du hast da einen guten Punkt. Das Ding ist. Es sollte mehr elastische Materialien geben. Eigentlich sollte alles aus so einer gummiartigen Masse hergestellt werden. Momentan, ja, war ein lustiger Einfall von dir, aber funktioniert natürlich nicht mit dem Auto. Aber wenn das Auto wirklich aus Gummi bestehen würde oder aus Kautschuk, dann würde das ja, wäre das ja möglich. Oder aus kinetischem Sand. Billig in jeder Hinsicht. Lars rennt seit Wochen hier durch die ganze Firma und versucht, Investoren zu finden für seine scheiß Autos aus kinetischem Sand-Idee. Ja. Das sind dumme Ideen, es funktioniert nicht. Nicht jeder, nein, das sind ganz andere Anforderungen. Der denkt immer so, ja, aber wenn man im Stau steht, dann kannst du ja so den Schaltknüppel dann so cool auseinanderschneiden und dann vergeht die Zeit. Und dann geht's vor. Nein, du kannst doch dein Auto nicht kaputt machen. Du machst doch langfristig ein Auto kaputt. Ja, aber du kannst ja wieder zusammenbauen. Du kannst ja, das ist ja kinetischer Sand. Das ist eine dumme Idee, der wird ja sofort wieder kinetisch. Gib dem kein Geld. Ich weiß, seinem Blick, seinem hechelnden Hundewelpenblick kann niemand widerstehen. Aber gib dem noch kein Geld. Einen kleinen Euro. Nein. Es gibt nie wieder Staus. Und es gibt super viel kinetischen Sand auf der Welt. Nein, 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 nein. Billig in jeder Hinsicht. Hatte ich mehrere kleine Holzsplitter in den Händen. Die Innenseite der Halbmonde waren bestenfalls oberflächlich einmal abgeschmirgelt. An einer Stelle war auch etwas abgesplittert. Ja, also KK ist hier unzufrieden. Bei vielen Kappen fällt mir noch ein, finde ich auch eine sehr schöne Aussage. Steht ja, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, wenn du keine Kappen trägst, aber steht ja hinten fits most. Ah ja. So one size, ne? Also ja, wenn, verstehe. Und dann einfach, ja, den meisten passt das. Also wenn du es aufziehst und sagst, oh, das ist ja viel zu eng. Tja, den meisten passt das. Du bist nicht, das aber Problem. Aber willst du zu den meisten gehören oder willst du auch Individualist sein? Das ist ja die Frage. Aber wenn du Individualist sein möchtest, dann musst du halt den Highbuyer Hut Stretcher kaufen für. Wir sind hier bei tatsächlich, das ist ein hochwertiges Produkt aus Holz. Das ist nicht für so Cappy-tragende Menschen, sondern richtig für hochwertige Cowboy-Hüte, die dann so ein bisschen ausgestretched werden müssen. Das, na gut, aber Girl. Hier wird mit dem Girl-Cappy. Girl! Vielleicht ist es doch nicht so genial. Wir gucken mal ganz kurz, weil der Hund aufgestanden ist, wie man das wirklich fressen kann, was ich hier für ihn habe. Und zwar schönen guten Tag, hallo Milo. Kleinen Applaus mal eben für Milo an der Stelle. Setzt euch. Hopp. Jawohl. Sehr gut. Und dann machen wir folgendes. Komm mal hoch. Hopp. Geht das? Ist zu rutschig. Komm mal hoch. Hopp. Komm mal hoch. Hopp. wie so ein Seehund. Komm mal hoch. Hopp. Jawohl. Sehr gut. Klasse. So macht man das. Super gemacht. Jetzt machen wir der Pfote. Ist es super klasse. Ah, super klasse. Kriegst du. Jawohl. Okay. Das war Milo. Ja, super. Muss hart arbeiten. Super Talent. Was sagst du? Ich? Mit dem Hund? Der Hund oder du? Nee, wir beide. Weiß ich nicht. So mit Sitzplatz. Das kann doch kaum ein Hund. Ja. Ich sag 35,99. Oh, viel zu teuer. Ich sag 19,99. 19,99, die klassische Schätzung. 19,99 gegen 35. Na, ich weiß es nicht. Also klar, du hast schon recht.
Es gibt ja die Regel in der alten Marktwirtschaft, ganz klassisch, je spezieller ein Produkt, desto teurer. Aber hier glaube ich, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als 5 von diesen Dingen im Umlauf sind. Dass wirklich mehr als 5 Leute sagen, die einfach, wenn dir die Kappe zu eng ist, dann kauf sie nicht. Kauf sie nicht, ja. Ja, hab du ich setzt mir sie auf, ah, das tut weh, meine Stirn, Hilfe, gibt's keine Entlastung. Ja, kauf sie nicht, nimm sie nicht. Und wenn du sie bestellt hast, könnte man sie wieder zurückschicken. Stattdessen bestellen sich die Leute dann Highbuyer-Hutstretcher. Also, 19,99 zu 35,99, wir schauen nach, wer hier näher dran liegt. Oh, ich bin's. Jetzt geht's weiter, falls ihr sagt, Mensch, ich habe ja noch ein bisschen Geld übrig, was soll ich mir noch kaufen? Und zwar holt euch einen Snagger. Holt euch einen Snagger! The Snack Dispenser. Clean hands when snacking. Suitable for peanuts, knickknacks, gamer gift, gifts for men and women, knickknack dispenser. Ah, das ist also quasi, dass nicht jeder in diese Packung reingreift, wäre auch was hier für die Arbeit. Dass du sagst, du hast da nicht diese ekligen Nüsse, die schon von 1000 Leuten angefasst wurden, sondern drückst einmal drauf. Also wir hatten ja schon viele Arten von Werbung und Produktbeschreibung, aber wir hatten noch nie einen Comic. Nee. Immer diese klebrigen Hände beim Snacken. Das nervt total. Guck dir die beiden an. Nein! Ich halte das nicht aus. Aber ach, Amazon. Es geht also nicht darum, dass du dir das auf die Hand machst. Amazing. Guck dir diesen Vogelmenschen an. mehr. Das heißt, du schiebst dir das in den Mund rein. Damit du nicht denn. Ich dachte, das ist das Erbärmlichste der Welt. Drücken muss, ey, das ist so, wie wenn Leute denken, du hast Asthma. So, was soll denn, Leute? Und ballerst dir einfach da so ein paar Cashews rein. Ach Gott. Aber dann musst du doch auch deinen Mund da vorne so reinmachen. Obwohl, eigentlich ist es nicht schlecht. Das ist wieder. Ich liebe diese todtraurigen Snacker, die einfach keinen Spaß. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh, meine Hände. Oh, furchtbar. Also, ich finde die Knickknacks, die sind ganz lecker, ne? Aber. Klebrigen Hände. Wie wär's denn mit dem Dispenser? Hammer. Gut. Aber ist natürlich auch geil unterwegs. Und vor allem, wenn ich jemals mal in einem Krankenhaus bin oder so und die legen mich an einen Tropf, dann würde ich in einer stillen Sekunde den schön austauschen. Hier schön die Blut oder so. Schön gegen Knickknacks austauschen. Und dann kriegst du immer so einen nach dem anderen rein. Ja. Genau, der fließt dann da hoch und dann von innen kann man snacken. Das ist ja eigentlich das hygienischste Snacken, das Snacken von innen. Dass du es erst in den Magen kriegst und dann schießt es hoch. Also aber das Problem in der Erfindung ist ja, ich weiß nicht, was du für ein Snacker bist, obwohl ich es mir natürlich schon denken kann. Aber ich versuche zwar manchmal, wenn man irgendwie so ein ähnliches Produkt hat, dass man wirklich das einzeln genießt. Aber letztendlich bin ich jemand, der gerne schaufelt. Ja, klar, du, völlig richtig. Völlig du hast schon gerne so, sagen wir mal, über 6 von diesen Dingern im Mund, sodass es wirklich explodiert. Und in dem Fall musst du dann ja. Ja, es ist die Frage, ob das so ein Schnellfeuer, ob das auch wirklich so wie so eine, ja, eine wie MG. So ein Schnellfeuer, so kann es rein. Sag mal, du hast. Wir sind uns einig, wie eine MG klingt. Ja. Sag mal, meintest du nicht, du datest ein Model? Ja. Ja? Mhm. Und wofür modelt die so? Also ja, was. Amazon-Produkte, Amazon-Produkte. Ach, Amazon, ach so, okay, dann ja, so hochwertig. Victoria's Secret, Unterwäsche ja, und so. Es geht in die Richtung, der Hersteller macht ähnliche Sachen, ja. Okay, krass, denn so Mode haben. So neue Erfindung, Startups. Ach, cool, dann so Hautcremes und Kosmetik oder sowas, so nachhaltige Kosmetik. In technische Richtung, also eher technischer Natur. Technisch? Ja, also wirklich die hochwertigen Startups. Okay, ja, was zum Beispiel so? Also so ein Snack-Dispenser so ein, für so Knickknacks, für so Snacks, für Erdnüsse und so. Kannst du draufdrücken, dann kommt da so einzelne Nüsse raus. Das ach, cool, ja, das ist natürlich. Was macht die? Das ist meine Freundin hier, tatsächlich. Ja, das sieht aus wie Kebikus. Nee, doch nicht. Was macht Caroline Kebikus heute eigentlich? Irgendwie hat mein Agent das mir anders erklärt. Aber dann bin ich vor Ort. Sie doch mit der Schnauze dran ist. Und die beißt aber, ja auch weiß schon man, rein. Weiß, Zähne oben sind frei. Weiß man, rein. Wofür man modelt, wenn man da auftaucht? Oder kriegt man das erst vor Ort gesagt? Ja, die hat für was ganz anderes gemodelt in dem Moment. Zahnpasta tatsächlich. Braucht man auch. Snacker. Braucht auch Models für solche. Lieblingssnacks. Erdnüsse. M&Ms. Sind das Krapfen?
M&M's mit Peanuts, falls Sie sich gefragt haben, ob das auch geht. Wasabi-Nüsse oder Schokorosinen. So, was ich machen würde, ist, ich würde die alle reintun, durchmischen und rein. Und dann weißt du immer nicht, was kommt. Das ist geil. Das ist geil. Florentin, geh nochmal hin. Das sind die Lieblingssnacks. Beim Gamen. Der spielt alleine mit Splitscreen oder was? Aber welcher Mensch, der spielt zwei Spiele gleichzeitig mit einer Hand? Nein, das ist der krasseste Gamer der Welt. Das sitzt daneben. Wo ist der Kumpel? Der Kumpel sitzt rechts. Ach, das meinst du? Ja, ja. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn wir hier bei Rocket Beans mit mehr Leuten gamen, wir gamen ja sehr gerne hier auf dem Sender. Und wenn dann das so eine Abendshow war früher, als man dann noch gesoffen hat nebenbei und irgendwie Snacks, dann waren die immer total verklebt. Nicht mehr mit dem Snacker. Also für. Das stimmt. Du gewinnst saubere Konsolen, du verlierst deine Würde. Die Würde, ja, klar. Also das ist aber die hast du hier sowieso am Eingangstor abgegeben. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe eine Kaution, ich sehe es, sobald ich gehe, da kriege ich die wieder. Ja, ich weiß aber nicht, wo die gelagert wird. Ein bisschen was ab von. Ja, das stimmt schon. Aber man muss sich halt schon echt überlegen. Nochmal ganz kurz zu den Lieblingssnacks. Ein Stop davon musst du dein Leben lang essen und du darfst keine andere Süßigkeit mehr essen als diesen Snack, den du jetzt wählst von diesen sechs. Oh, das ist nicht leicht. Wir wissen halt nicht genau, was unten links ist. Das sind so Knickknacks, glaube ich, so marinierte Sachen. Ich bin großer Fan von Schokorisinen, muss ich tatsächlich sagen. Da können wir uns auf jeden Fall. Die snack ich mir kaputt. Sind das so Wasabi-Nüsse? Ja, das sind Wasabi-Nüsse, glaube ich. Aber wir haben auch ein Video. Wir gucken mal kurz rein. Du liebst Snacks, bist aber keine verschmierten Controller. Nee, mag ich echt nicht. Snacker öffnen, Snacks rein, Deckel drauf. Entspannt genießen. Oh, da kommen wir gleich raus. Da kommen ein paar raus. Snacker. Ey, das ist eine eigens produzierte Werbung, finde ich geil. Snacker, das ist ein junges Startup. Sauber snacken. Aus Deutschland. Snacker, einfach sauber snacken. Finde ich gut. Mittlerweile mag ich. Was kann der Snacker eigentlich? Ja, das ist die Frage. Kennst du das? Gerade den Film gestartet. Snacks besorgt. Ja, das ist so schön. Handy klingelt und deine Hände kleben. Pass auf. Snack wählen. Und du kriegst das Handy nie wieder los, weil es an deinen Händen klebt. Kennt ihr das? Ja, du benutzt einfach kein Handy, wenn du einen Film schaust. Wie wär's damit? Sauber snacken. Ja, also ich sag mal so. Das ist so ein Höhle der Löwen-Produkt. Es ist so ein Höhle der Löwen-Produkt. Aber natürlich, perfekt. Sag mal, können wir nicht eigentlich für Firmen uns bezahlen, dass wir ihre Produkte hier benutzen? Ja. Warum kommt denn da eigentlich niemand auf die Idee? Wir machen teilweise Werbung dafür. Wir machen nicht nur teilweise Werbung. Das ist eine ganz klare Werbung. Ist das das erste nicht bezahlte Werbeformat? Wir machen einfach kostenlose Werbung. So. Und wenn wir versuchen, das Format zu verkaufen an Firmen, sagen nee, danke. Nee, wir machen doch schon Werbung. So. Oh, jetzt geht's hier sogar noch weiter. Oh, die Mischung! Deine Idee? Ja, aber sorry, Entschuldigung, mal ganz kurze Konzeptfrage. Das ist ein bisschen witzlos, wenn du extra so ein Ding hast und es ihr dann in die Hand spendest. Ja, klar, das ist albern. Das ist also du musst schon, nee, ich will schon den entwürdigenden Python sehen. Ja. Oder einfach mit Schallgeschwindigkeit einfach mit der neuen Technik das Zeug da reinwängelst. Vor allem, du hast ja letztendlich, ist der Snacker dann ja voller Bakterien und Karies und Paradontose, weil du da immer so reinbeißt. Du versuchst natürlich, bei den ersten Malen versuchst du noch, das nicht zu berühren, aber irgendwann stopfst du dir das ja mal halb rein. Weißt du, was bei mir innerhalb von 3 Minuten passieren würde? Ich würde den Deckel aufmachen und das einfach so aus dem Becher trinken. Ey. Weil mir das zu wenig ist. Ganz ehrlich, deine Hände bleiben sauber. Ja. Du kannst es reinfinden. Ist nicht eine Alternatividee. Ein Glas. Ein Glas. Ja, kannst du ein Glas machen. Geht auch. Du kannst ein Glas machen und das dann ein kleines Loch unten rein. Wollen wir das machen? Wir machen ein Glas. Einfach ein Glas. Essen aus dem Glas. Das ist eine Sache. Okay. Oder du machst es natürlich andersrum und du tust da Flüssigkeit rein. Und dann immer so, hassen sie nicht auch Schluck nehmen? Sie können einfach so schön während ein Film, wenn du mit deiner Freundin einen Film schaust, so ja, ey, ich finde, das ist der neue Trend. Ja, also unsere Kinder werden es machen und dann werden wir sagen, wie uncool, aber wenn ihr jetzt nicht auf diesen Trend ausspringt, dann seid ihr in Zukunft die Uncool. Hab meinem Mann und mir den Snacker gekauft und er nutzt ihn für Knickknacks und Wasabinüsse und ich für geröstete Maiskörner. Danke an dieser Stelle an einen Rezessionsschreiber. Leicht zu reinigen und funktioniert einwandfrei. Keine schmierigen Finger mehr. Guck mal, die Lärme. Oh. Teuer ist er meiner Meinung nach trotzdem etwas. Aber es ist wert.
Guck mal, die lernen durch, das ist wie unsere Amazon-Community, die wir uns schon lange wünschen, dass man so aufeinander auch reagieren kann und so. Die hat von dem einen Tipp bekommen, was man in diesen Snacker reinmacht. Was sind denn geröstete Maiskörner? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist so ein gesunder Snack Popcorn oder sowas. Einfach. Kann natürlich auch sein, ja, stimmt. Im Auto als Mentos-Spender hervorragend zu verwenden, die Kids hatten große Freude daran. Nachfragen nach mehr bereits erhalten. Glaubt er, werde ich demnächst noch eine Bestellung aufgeben. Also Stefanie ist wirklich in Kauflaune. Naja, also diese Ärzte-Rezensentin Christina Hecker meint, es sei ein bisschen teuer. Muss anfangen? Ein bisschen teuer dafür. Hast du es im Mund gehabt? Nein. Ich will es nur wissen. Nein, es war im Mund, aber es hat nichts berührt. Oh nö, jetzt werde ich das doch demnächst auch wieder machen. Es hat nichts berührt, Doch. Das wäre eigentlich für uns ein Snack-Ding, so die Snack-Ente. Die Snenke. Snack-Ente. Du kannst einfach so schön dir schön rein geben lassen. Hm. Ich glaube, es sind etwas teuer. 32 Euro. Nein! Gute Schätzung. Danke. Also, da ist ja nichts Elektronisches dran, ne? Es ist ja wirklich nur dieser Mechanismus. Im Endeffekt kennen wir das doch schon aus der Kindheit von diesen Petspender. Snack. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Das ist kein Werbeformat. Samba, Samba. Nochmal, was meinst du? Was möchtest du mir sagen? Samba, das geht. Samba, du musst. Dies oder diese. Irgendeine Art von Spender, Petspender, irgendwie Samba-Spender. Nein, also, Mickey Mouse-Heften oder so, wo da oben eine Mickey Maus drauf ist und dann drückst du unten drauf und dann kommt da auch was raus. Ein Petspender. Ja, dann mach ich das halt. Als würde das Petspender heißen, wirklich? Ja, das sind dann diese kleinen, ich weiß auch nicht. Ja, die. Diese Fruchtzucker. Das heißt Petspender, du hast als Kind nicht gesagt. Oder PEZ-Spender. Doch, gib mir meine Pets. Pets mal ein. Das meine ich, gibt's schon lange. Tu es. Sag es. Also ich glaube, wenn du sagst, das ist ein bisschen teurer, dann liegt es daran, dass du denkst, okay, das Produkt kostet 8 Euro oder so. Und es ist aber teurer als 8 Euro. Denn 32 Euro ist schon echt teuer. Also schon sehr, sehr deutlich zu teuer. Wir sind, glaube ich, bei 19,99. Weil wenn die Leute wirklich sagen, ich bestelle davon mehrere, dann kann es nicht 30 Euro kosten. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich. 19,99 zu 32. Wir lösen auf in 3, 2, 1, 32. 39. Oh! Hold! Wir sind Blade. Wir haben nicht drauf geachtet, dass es ein Double Pack ist. Oh, Double Pack Black Edition. Oh. Das ist richtig scheiße gewesen gerade. Weil ich habe natürlich an einen gedacht. Und dann wäre ich gar nicht so weit weg gewesen mit meinen 19,99 €. Um nicht zu sagen, ich hätte genau getroffen. Dann musst du lesen. Sorry. Es geht weiter mit getrocknete schwarze Limetten. Aber du wusstest es auch nicht, oder? Nee. Okay, weil sonst hättest du mich echt mal darauf hinweisen können. Nee, wusste ich nicht. Getrocknete schwarze Limetten. 500 Gramm schwarze getrocknete Limetten. Zitrus, rauchig, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und koscher. Tolles, authentisches. Moment mal, irgendwas Schwarzes hatten wir doch schon mal. Das ist ja fies. Eigentlich habe ich genau getroffen. Fast genau getroffen. Ich habe eine gute Schätzung gemacht. Und jetzt sieht es so aus, als hätte ich keine gute Schätzung gemacht. Was? Wir hatten doch irgendwas Schwarzes hatten wir schon mal. Ja, schwarze Knoblauch. Schwarzen Knoblauch, genau. Ja. Und jetzt kommen schwarze Limetten. Aha, 500 Gramm schwarze Limetten. Ach, und die sind so eingetrocknet, oder wie? Sind die so klein, oder ist die Verpackung so groß? Oder sind die von Grund auf schwarz? Nee, wahrscheinlich auch so fermentierter Shit oder so. Irgendwie auch eklig, oder? Oder sind die so klein wie so Schrumpfköpfe? Und es gibt auch weiße Limetten. Ah ja. Geh mal in die Beschreibung. Finde ich aber spannend. Aber isst du die dann mit Schale? Wie kann man diese schwarzen Limetten in den Snagger reinbringen? Ja, gute Frage. Und dann einfach schön die Limetten wegzusnacken. Bisschen hoch, da war die Beschreibung. Super. Hab zwar kein Bild mehr, aber die Limetten sehen wie auf den Amazon-Bildern aus. Wer gerne persisch kocht, kann hier nichts falsch machen. Hab zwar keinen Geschmackssinn mehr, weil mir ja alles komplett weggeätzt wurde, aber... Falscher Kilopreis. Das Produkt schmeckt super. Es ist ein Paket von 500 Gramm, eine riesige Menge, aber der angegebene Kilopreis ist der gleiche wie der für das 500-Gramm-Paket etwas irreführend. Ja, dann hast du ja gespart. Sämtliche, das ist not Omani Lime. Should taste okay, but they look old. Ja, die sind ja auch alt, oder nicht? Persian Lemon, okay, das scheint auf jeden Fall
in anderen Kulturen gängiger zu sein. Ich würde gerne wissen, wie das funktioniert. Bestimmt durch Fermentation, oder? Es ist doch immer, wenn irgendwas eklig ist und wir das nicht kennen, dann wurde es fermentiert. Es wird in Deutschland viel zu wenig fermentiert, ja. Florentin. Ja, ja, das ist ja. Das große Problem in dem Land. Ja. Es gibt viele Krisen, ja. Aber die eigentliche Krise ist weiter, die Fermentationskrise in Deutschland. Ja. Hört jetzt mal auf, die Sachen nicht mehr zu fermentieren. Früher wurde alles fermentiert und heute wird kaum noch was fermentiert. Wir fordern mehr Fermentation, vor allem natürlich Fermentation von Senf. Senf. Können wir ein Spiel machen oder ist es nicht für die ZuschauerInnen da draußen ein geiles Spiel, so also Freezes von mir in den letzten 1000 Folgen anzugucken und zu überlegen, welches Körperteil ist es eigentlich von Lars? Weil ich immer so komisch verrenkt da sitze. Guck mal, was ist das da zum Beispiel eigentlich? Ich weiß es echt nicht. Kann's echt weiß man nicht. Ist das meine rechte Hand, meine linke Hand? Also wenn wir das jetzt nicht sehen, Fuß? Weiß man nicht. Könnte alles Mögliche sein. Wo ist denn jetzt genau mein linker Arm? Ich frag's mich gerade wirklich, weil ich ihn nicht mehr sehe. Florentin, wo ist mein linker Arm? Ich habe schon lange den Überblick über deinen Körper verloren, ehrlich gesagt. Ich hab mal in der Anfangszeit versucht, ihn zu verstehen, aber dann nicht mehr. Und dann kommst du mit, greif da mal rein und dann reibst du dir wieder Scheiß mit der Filz Finger an. Im Auge und guck dann so. Aus der Nase danke. Wieder raus. Also, Persian Black Lemon, wir haben hier ein halbes Kilo. Oh, Black Lemon. Bam, balam. Oh, Black Lemon. Black Lemon ist eine schöne Sache. Black mich Lemon, echt hi. Black Lemon, hi. Persian Black Lemon, Persian Black Lemon, hi. Ich würde mir echt, also ist das so eine Art Pfeffer oder wie hart ist das und krümelig und pfeffrig und so? Aber scheint in der persischen Küche bereits angekommen zu sein. Mein größtes Problem ist die Scale. Weil in diesen Produkten, wo wir einen Löffel sehen, ist ja nichts mehr zu. Ja gut, da weiß ich auch nicht, wie groß das Glas ist. Aber die Limette ist nicht mehr zu sehen, sobald ein Löffel auftaucht. Ich glaube, eine Limette und ein Löffel können nicht auf einen Foto. Ich glaube, das schrumpft schon eins auf Pflaumengröße oder sowas. Oder vielleicht Weintraubengröße. Vielleicht. Kann schon sein, ich weiß es nicht genau. Aber schwer zu sagen. Das kann jetzt natürlich eine absolut exotische Delikatesse sein, was irgendwie dann irgendwie so einen 1000-Euro-Kilopreis hat oder geh so. Geh doch mal zu der Beschreibung. Da steht doch bestimmt drin, wie es auch hergestellt wird. Getrocknete Limettengeschmack. Getrocknete Limetten schmecken sauer und zitrusig. Wie eine Limette, schmecken aber auch erdig und etwas rauchig und fehlt der Süße frischer Limetten. Also, wenn du eine Limette trocknest, dann passiert was ganz Tolles. Echt? Dann schmeckt es nämlich nach einer Limette. Was? Ja. Aber es fehlt doch die Süße der frischen Limette. Ja, ja. Also stell dir mal vor, was ist eigentlich lecker an so einer Limette? Die Süße. Genau. Die alle lieben die genau. Süße von Limette. Dann trockne mal eine Limette. Was? Dann schmeckt die auch nicht mehr süß. Nee. Aber die schmeckt noch nach Limette. Nee. Aber wie eine Limette, die nicht süß ist. Nee. Also eigentlich wie eine Limette, die einen Müll gehört. Nee. Wie ein Kompost. Aber auch erdig und etwas rauchig. Getrockneter Kalk ist ein Kalk, der seinen Wassergehalt verloren hat. Ja gut, weitere Bildung. In der Regel, nachdem er einen Großteil seiner Trocknungszeit in der Sonne verbracht hat. Sie werden ganz, geschnitten oder gemahlen als Gewürzt in nahöstlichen Gerichten verwendet. Mhm. Ganz oder gepudert. Ist das die nächste Sendung? Ganz die nächste. Ganz oder gepudert. Unser die Podcast. Neue Quizshow. Ganz oder gepudert. Tonne Löten in die Kochflüssigkeit. Oder Schmorflüssigkeit. Aha, geben Sie die ganze getrocknete Limette in die Kochflüssigkeit für Reis. Das kann ich mir wieder vorstellen. Ah, dass du dann einen Reis hast, der so ein bisschen limettig schmeckt. Und rauchig. Aber nicht so süß. Also ich find's lecker. Komm, lass uns bestellen. Ja. Oh, jetzt steht hier die Adresse von Gundula Gause. Weil wir sind ja immer über den Amazon-Account von Gundula Gause drin. Die war einmal da für NDA. und seitdem haben wir ja, die hat sich von mir Waschpulver bestellt. Weil die ganz dringend Waschpulver. Wir haben alles braucht. Eingeloggt, auch ihren Twitter-Account. Und auf Instagram haben wir alles parat. Liebe und Grüße gehen raus an Gundula Gundi. Also, ich würde sagen. Ich muss anfangen? Nein, ich muss anfangen. Ich habe die Senfkarte gezogen. Ja. 500 Gramm ist natürlich vielleicht auch eine gute Gewürzzutat für Senf. So ein schwarzer Zitronensenf, Limettensenf. Ich glaube, wir haben. Na? 18 Euro. Ich glaube, das ist ein kleines Packel. 18 Euro. Ich glaube, das ist ein kleines Packel. Das ist schon teuer, ne? Findest du? Ja, kommt drauf an, wenn es wirklich so eine Delikatesse aus Persien ist.
Also ich finde das schon teuer. Wir sehen aber sieht auch aus wie eine Knoblauchzehe ein bisschen, ne? Wir sind aber, ja, aber wir sind nicht bei zwei. Ja gut, wenn du es fermentierst, sieht alles im Endeffekt gleich aus. Wenn man Florentin Will fermentieren würde, dann würde er aussehen wie eine Knoblauchzehe. Fermentiert oder filetiert, können wir auch machen. Gebaut oder gebammelt? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie unser Podcast hieß. Gepudert oder ganz oder gepudert? Ganz oder gepudert. Ganz oder gepudert. Also, ist es ein Pack, 500 Gramm. 500 Gramm kriegst du auch Nudeln, sagen wir mal jetzt Fusilli. In 500 Gramm Packung, so guter groß Punkt. Ist es ungefähr. Das kostet 60 Cent. Jetzt musst du noch den Kurs Fusilli zu schwarze Limetten. Ja, bekommen. Ja, ja, klar. Ich trade das ja. Das ist mein Lieblings-Trading-Paar, tatsächlich. Tja, Florentin, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil du ja die Senfkarte gezückt hast. Das heißt, es wären saftige 4 Pünktchen für mich. Was hast du eigentlich da mit Colin immer, mit Senf und so weiter? Wir lieben Senf. Weißt du eigentlich, dass wir Senf groß gemacht haben? Ja? Wir haben das stimmt, das ging alles zurück. Und was ist jetzt? Hier, ja. Jetzt kommst du mit Flo, mit wie heißt der, Colin? Colin, ja. Wer ist das überhaupt? Cool. Hä? Cool. Der kommt ja einmal an und macht mit dir jetzt die ganzen Senf mittlerweile ich gar nicht mehr wertzuschätzen. Ich hab Senf in den Olymp gestoßen, weil ich mich damit immer eingecremt habe. Du gibst mir jetzt mal deine Schätzung, bitte. Was hat denn der Knoblauch gekostet damals? Das ist jetzt natürlich die Frage. Gedächtnis ist natürlich immer so das wichtigste Skillset, das man hier haben kann. Ich tauch drunter. Ich tauch drunter. 14 Euro. 14 Euro? Ja. Ich glaube einfach nicht, dass das richtig ist. 14. Nee, warte mal, das ist total dumm. Da sind so viele Limetten drin. Wenn du die einzeln kaufen würdest. Oh, das ist viel teurer. Ich will noch mal wechseln, geht nicht. Oh, dumm. Kannst du machen. Ja? Ich will jetzt nicht, dass du am Ende. Ja, du hast ja nur gewonnen, weil ich nicht mehr wechseln konnte. Und dann hängt er mir die ganze Woche wieder in den Sprachnachrichten drin. 14 Euro. Du, ich wollte noch mal auf die Sitzung eingehen, weil da war es ja so, dass ich eigentlich. Die ganze du hast wieder Zeit trainiert, oder? Du kannst mich mittlerweile wirklich eins zu eins nachmachen. Du hast echt geübt. 14 Euro, sage ich, und mehr nicht. 14 zu 18, muss sich einer nach dem Punktestand umsehen? Ja, wir schauen mal nach. Und es sind... Oh, ja! Damit kenne ich mich aus. Oh, die Pünktchen. Weißt du, was ich ganz ungern mache? Wenn du in die Pünktchen so mit den Händen reingehst und dann hast du den ganzen Punktepuder dann irgendwie in den Händen, deswegen habe ich mir jetzt diesen Punktespender geholt, damit ich... viel schneller die Punkte auch noch inhalieren kann, weil mittlerweile... Hey, ist es eine Menge. Florentin! Ich wollte dir nur noch mal sagen, wegen der Schätzung bei Pfiffige Ziffern. Da wollte ich ja noch mal umswitchen. Und das konnte ich nicht machen. Sonst hätte ich 17,80 € gesagt. Kannst du deine privaten Sachen nicht außerhalb der Sendung machen? Jetzt habe ich dir die Sprachnachricht ja wirklich geschickt. Und ich glaube, dass du in ein paar Jahren mal so durchscrollst. Ach, was habe ich mit meinem guten Freund Lars, der ja gestern leider tragisch verunglückt ist. Du eigentlich so alles gesprochen. Und dann kannst du dich nicht mehr an die Sendung erinnern. Und dann hörst du die Sprachnachricht. Woran ich mich erinnern kann, ist der 4-0-Vorsprung, den ich habe in dieser Sendung. Den lassen wir auch nicht mehr nehmen. Leute, es wird wieder gruselig. Ihr wisst es, Halloween steht vor der Tür. Oh. Und wir müssen langsam auch an die Deko denken. Oh. Und zwar an Halloween Spider in Spiderweb Decoration Set. 5 Meter Triangle. Es ist schon Halloween gewesen. Was war das wieder für eine Party? Wir machen zwei verschiedene Versionen. Ich mich gegruselt hab, ne? Ich lieb das. Warst das wirklich du in dem Kostüm? Ich so richtig schön zu gruseln. Oh, was ist das? Oh, ein Werwolf. Oh, die Spinnen. Oh, nein. Oh, ich lieb's. Ich grusel mich in mein Bett hinein. Und dann ziehe ich die Decke ganz hoch und dann kann mir hier nichts passieren. Und dann draußen, oh, die Monster. Und ich... Und es ist einfach herrlich und ich lieb's jedes Jahr. Es ist toll. Dann habe ich was für dich. Das ist Halloween Spider und Spider-Web. Dekoration 5 Meter. Och du Scheiße. Ich lieb das. Ich lieb das. Ich mag das einfach. Das warst du, oder? Bei mir. An Halloween. Warst doch du. Nee. Du hast mir doch polizeilich gedroht. Nicht zu dir zu kommen, sonst würdest du mich auf der Stelle erschießen lassen. Ja, aber du bist ja dann trotzdem gekommen. Nein, ich bin nicht gekommen. Ich halte mich doch an unsere Abmachungen. Aber ich habe auf dich geschossen. Auf wen habe ich denn dann geschossen? Gundula? Gundula Gause! Also, wir haben einen... Es hat überhaupt gar keinen Zusammenhang, ne? Also. Wir haben einen Gutterhook. Wir haben 5 Groundsteaks.
wir haben 10 Mini-Spiders und wir haben 50 Gramm Stretch-Cobweb. Ja, und das ist das Problem. 50 also, da Gramm ist alles zu wenig. Drin. 50 Gramm Stretch-Cobweb ist zu wenig. Stretch-Cobweb. 10 Mini-Spiders. Das ist ja fantastisch. Da kannst du ja alles mitmachen. Das sind die Spinnen? Wie viele? Das ist aber nicht mini, wenn das ein Bein ist. Das ist riesig. Bendable Legs? Nee, die haben noch zusätzlich kleine. Zu den Dings. Zu den Großen gibt's noch kleine. Das sind quasi die Kinder von den Großen. Wow. Und wie viele von den Großen spinnen? 1 bis 2. Contains. Set, kann das Moment, wie viele von den Großen spinnen? Web. 30. Ah, 100. Guck mal, 100. Eine 125 oder die 35. Ein Viertel Meter Scary Giant Spider? Oh, da sind sie schon überall. Ah. Das krabbelt und das krabbelt. Fass meine Schulter nie wieder an. Jetzt die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich Pilgerechemie. Und die Antwort lautet no. No. Aber das sage ich dir schon seit Jahren. Jeden no. Abend schreibt der Typ mir Pilgerechemie und ich sag no. Ja. Aber ich will's wissen. Ich will erstmal wissen, was wir bewerten, weil da gibt's wieder zwei Produkte. Das müsst ihr erstmal verstehen. Nein. Was ist also, das andere? Es gibt einmal ein Set für alle Szenarien. Geeignet, okay. Also das ist nicht nur für Gruseln, sondern für Hochzeiten auch. Oder für Beerdigungen. Da kannst du auch deine Spinnen aufhängen. 60 Moment. Wir haben zweimal die 60 Meter Spinne. 60 Meter. Du 60 Meter große Spinne kriegst du geliefert. Und 50 Gramm Netz dazu. Ah, wieder schön 100 Gramm Netz da oben drauf da. 3,6 Meter Spinnennetz. Aber ein rundes. Ja, das ist, glaube ich, wirklich für draußen, fürs Haus. So wie in diesem einen Photoshop-Dings gezeigt. Aber darum geht's nicht. Das bewerten wir ja nicht, oder? Aber du kriegst 260 Meter und 250 Meter Spinnen. Egal. Das ist das andere Produkt. Vergesst dieses Produkt. Es geht jetzt um das andere hier, um das SJK001er. Und wir gucken uns mal schauen, was das kann. You can combine and combine your garden, lawn, walls, lights, dining table, as you like. So the whole house is full of Halloween horror atmosphere and this year's Halloween is more fun. Ja, wenn Spinnen so gruselig sind. Ich finde Spinnen ja auch, also nicht schön. Ich finde die ein bisschen, also ich finde die eklig, unangenehm, aber jetzt gruselig, weiß ich nicht. Ist es nicht vorbei mit Tarantula und so? Nee, das ist aktuell. Nee, das sind immer noch Spielsachen des Spaßvogels. Ich sag mal, Leute in den 90ern, 80ern, 70ern, die hatten Angst vor Spinnen, aber heute hat man doch keine Angst vor Spinnen. Findet man halt nicht, die findet man halt eklig, wenn dann, oder? Weißt du nicht, was ich meine? Doch, es gibt. Dass ich sowas gesellschaftlich. Das gehört für mich zu einer Gruselatmosphäre. Ich glaube, dass, ja, aber das ist nur gelernt. Ich glaube, gesellschaftlich tut sich da wenig. Ängste sind gesellschaftlich oktroyiert worden von uns. Von Spinnen? Nee, von Popkultur. Von Filmen. Ach so. Es gab doch schon keinen großen Gruselfilm mehr mit Spinnen. Obwohl, ich habe letztens gelesen, dass Schlangen, also selbst wenn du bei Affen denen so ein wackelndes Seil hinlegst, dass sie da Angst davor haben. Weil selbst Affen schon Angst vor Schlangen haben. Ja. Also manche Ängste, ich gebe dir da völlig recht, klar ist das eine popkulturelle Aufarbeitung und Weiterführung, aber ich glaube, manche Ängste sind wirklich ganz tief. Ja gut, die Ängste vor Schlangen verstehe ich, weil die ja auch giftig sind. Gut, Spinnen gibt's auch giftige. Machen wir einfach weiter im Text. Hier haben wir eine kurze Übersicht zwischen 5 Produkten. Und da ist natürlich immer die Frage, es wird hier in 3 Kategorien aufgeteilt. Scaring, Simulation Props und High Quality Materials. Jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Hanging Ghosts, alle 3. Halloween Spider, darum geht's gerade, sowohl Scaring, aha, als auch Simulation Props, mhm, als auch High Quality Material, mhm, genauso wie okay, alle anderen Produkte auch. Ja. Also da kann man da auf jeden Fall sicher sein, dass hier alle 3 Punkte erfüllt werden. Also es gibt eigentlich kaum Unterschiede zwischen den Produkten. Ich habe manchmal das Gefühl, weißt du, irgendwann kommen wir ja Amazon dieser ganzen Struktur auf die Schliche. Ich glaube, dass die dir dann anbieten, willst du noch so einen Vergleichstabelle machen? Ja. Und dann füllst du die aus, weil du denkst, ja, mach ich halt. Ja, das ist. Oder? Ja, das gehört, also du meinst, das gehört dazu, Vermarktung. Das Netz ist circa 2 Quadratmeter groß. Es wird, ach, guck mal, das ist Opa Eddie! Mensch, Opa Eddie! Och, der wollte für seine Enkel was Gruseliges machen und dann gibt er nur einen Stern. Ich dachte, guck mal, das Netz ist circa 2 Quadratmeter groß. Ich dachte, es sind 50 Meter. Ah, nee, 3,9 dachte. Oh nein, wie traurig ist das Opa Eddie, Mensch. Ach, nettes Set, das Festmachen des Großnetzes ist aber etwas schwierig. Update,
Da das Spinnennetz wirklich einiges hermacht und für eine tolle Halloween-Stimmung sorgt, erhöhe ich die Bewertung auf 5 Sterne. Gut. Also, ey, da hat einer an Halloween vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und war dann ganz ambitioniert und hat nochmal gestellt. Ich muss sagen, in diesem Netz habe ich mich getäuscht. Ja. Ich dachte, es ist langweilig. Aber es war dann am Ende ja doch eine richtig gute Halloween. Vor allem nicht nur das, er sagt sich das, sondern denkt dann, scheiße, ich habe die mit 4 Sternen bewertet. Scheiße, ey, was mache ich denn jetzt? Fuck, ich muss das nochmal revidieren. Lockt sich ein und ändert's. Toll. Aber das sind wirklich die hochwertigen. Er hat wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen, ja, dass er diesem Netz 4 von 5 Sternen gegeben hat. Das, nee, das waren ganz klar 5 Sterne. Wenn ich jetzt nochmal ehrlich bin, das waren 5 Sterne Netz. Ja. Also, falls ihr auch irgendwie eines unserer Videos mal disliked habt, überlegt euch, ja, ob ihr rückblickend nicht sagt, ah, nee, geht noch mal hin. Vielleicht war es doch ein Like. Sucht das Video, über das ihr gedisliked habt, und macht das Dislike weg. Gibt's gar nicht mehr. Also, die Leute haben da durchaus. Doch. Moment mal, ist das nicht ein Bart? Das sieht ja aber aus wie ein Bart. Klasse Deko zu Halloween. Übrigens, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf Spinnen, gibt's da ein Hausmittelchen, und zwar, ihr müsst das komplette Haus tapezieren mit Fett. Oh, auch eine schöne Gruselatmosphäre. Ich mag die Rezension Tangled Mess. Warum magst du das? Sag mal. Weil ich finde, es eine schöne Bezeichnung, einfach so. Wie würdest du die letzte Woche in einem Begriff bezeichnen? Tangled Mess. Alles so, ja, man kriegt es nicht auseinander. Came in a jumbled mess. And it is made of flimsy Channel yarn. Yarn that strips. Chenille. Okay, Leute, das Problem ist, ich habe jetzt die Selfkarte gezückt, obwohl ich noch nicht hundertprozentig weiß, was das Produkt ist. Kriegst du jetzt diese große Spinne mit? Angeblich gibt es eine große, 10 kleine. Ja, das haben wir ja gesehen in dem Bild. Ja, aber ich weiß nicht, nee, diese eine große von du meinst von Opa Eddie? Ja. Aber Opa Eddie, guck mal, die Augen. Guck mal, die ist doch eine riesig. Andere. Das ist doch nicht von dem Produkt, oder? Doch, ich glaube schon. Guck, solche lustigen Augen, das sind die von dem Produkt, oder? Wohl, nee, es kann sein. Boah, die ist ja wirklich riesig. Ich glaube, das ist die Rezension von einem anderen Produkt. Ich habe auch das Gefühl. Weil es werden ja, wenn die Produkte, ich glaube. Ja, weil da ist nämlich, ja, die werden zusammengefasst. Weil da ist auch der Größenunterschied zwischen den Spinnen nicht so groß. Ja, und die Augen sind so lustige Dingsaugen und hier sind Gruselaugen. Und hier hast du eine große und dann noch 10 Mini-Spiders. Ja, oder die haben das Produkt angepasst, aber die Bewertung bleibt halt gleich. Genau. Dass sie gemerkt haben, ach so, wir wollen ja eigentlich gruselig sein und diese Glubschaugen sind vielleicht gar nicht gruselig. Machen wir mal so kleine Knopfaugen rein. Weiß ich nicht genau. Ich bin sehr gespannt auf deine Schätzung, denn ich werde eine bessere abgeben. Naja, das wird schon seine 49,99 kosten. Ich hab Durst. 49? 99. Nee. Das ist eine riesige Spinne. Nee. Das ist ja alles Plastikschrott. Das sind 10 Gramm Netz. Das ist ja alles Plastikschrott. Weißt du, was der Grammpreis von Netz mittlerweile ist? Nee, ich sage, was ist eine gruselige Schätzung? 6,66 Euro. Was? Nee, das gibt's nicht. Doch. Das gibt's nicht. 6,66 Euro. Also ich glaube, 49 ist zu hoch, aber 6 ist zu niedrig. Jetzt muss die Regie wieder hier den Taschenrechner rausholen. Wie bitte? Ich habe 2 Punkte bekommen. Jetzt schauen wir mal rein. Wo kommen die 2 Punkte plötzlich? Na, schauen wir mal rein. Tut mir leid, wir lernen hier gerade noch jemanden ein. Das war ein bisschen verfrüht. Ihr könnt mal auf Auflösen. 60 Alles klar. Cool. Euro. 60,42 Euro. Dub, 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 Spinne. Dub, 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 Spinne. Aber ist auch eine gruselige Nummer. 60. Und ich würde sagen, das andere Set kostet 14,99. Ja, da ist ja auch nichts dabei. Aber das ist doch Quatsch. Das ist wieder so ein Import-Export-Schwachsinn. Aber jetzt gibst du, das ist eine pfiffige Ziffer. 60,42 ist pfiffig, das stimmt. Du hast mir nicht zu viel versprochen. Wir haben eine pfiffige Ziffer gefunden. Heute gibt es pfiffige Ziffern. Wir haben eine pfiffige Ziffer. Was auch pfiffig ist, ist das die Mobile Phone Lockbox with Timer. Ah, okay. Dass, wenn du dir selber dein Handy wegnehmen willst. Süß von Johanna, wir lernen hier gerade jemanden ein. Was viele da draußen nicht wissen, ist, dass verflixte Klicks und pfiffige Ziffern mittlerweile ein Ausbildungsschiff geworden ist für sämtliche Leute, die was im Fernsehen zu tun haben wollen. Auf jeden Fall. Alle müssen eigentlich irgendwann mal durch diese Sendung, weil das gilt so ein bisschen als die Königsdisziplin, bei uns in der Regie zu sitzen. Und also selbst Leute, die später zur Tagesschau gehen, ey, warst du schon bei pfiffige Ziffern? Na klar. Dann geh mal hin. Und es ist immer so nach der Tagesschau, wenn die dann zusammensitzen, dann, die pfiffige Ziffern, boah, da musste ich auch durch. Genau. Ja, das ist die Schule. Und auch Gundi Gausi sagt dann, ich weiß noch, bei mir damals. Gundi, deswegen kennen wir uns auch so gut. Wir hören mal rein, was das für ein sinnloses Produkt ist. Spiel.
I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? Ain't like you to hold back or to hide from the light. I'd hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Also das ist eine iDisc und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil viele Leute sind handysüchtig, telefonsüchtig. Mhm. Ihre Eltern sagen, Mensch, du hängst die ganze Zeit auf verflixteklicks.de rum, was soll das, die Website ist nicht vergeben. Mhm. Ja, aber Mutter, es kommt ja bald. Nicht bald, bis da kommt da was und ich muss refreshen und refreshen den ganzen Tag. Und dann sagt man eben Gift for Children. Ah. Das ist das Schlimmste. Guck mal, da kannst du dein Handy wegsperren. Danke, Mutter. Ach so, das geht wirklich darum, das Handy wegzusperren? Ja. Du hast dann so einen Timer und dann geht's wieder auf. Gift for Children. Well, that's the worst gift ever. Lock to minimize addiction. Addicted to games. Thank you. Night Owl. Und das ist das Gleiche, wie wenn du deinem pubertierenden Sohn Nikotinpflaster zum Geburtstag schenkst, wenn der raucht. Ja, genau. Ja. Oh, danke, Mama. Oh, danke. Mama, danke schön. Ja. Ja. Addicted. Das ist einfach so ein hartes Urteil. Addicted to game. Night Owl! Rest, ach, ja. Family activities, exercise, lose weight. Hey. Der ist zwar süchtig nach Gamen, ne? Aber der hat wirklich blitzblanke Finger. Da klebt nichts dran. Wie kommt das denn, bitteschön? Wie kann man denn so süchtig sein und trotzdem so saubere Fingerchen haben? Vor allem, das klappt doch nicht. Weil da muss es ja irgendeinen Notschalter geben oder du brichst das Teil halt einfach auf. Also das bringt, du denkst, ah shit, jetzt muss ich dann doch noch die Ute anrufen. Ah, jetzt nur noch eine halbe Stunde, egal. Ja, und dann machst du Siri an oder einen Sprachassistent und hast du alle ausgetrickst. Aber ich habe tatsächlich auch so eine Sperre mir reingemacht für gewisse Apps. Und ab einer gewissen Uhrzeit komme ich nicht mehr in Social Media rein. Ach, echt? Ja. Cool. Dann kannst du zwar immer noch drücken, nochmal 15 Minuten, nochmal 15 Minuten. Es ist, wenn du selber der Chef des Ganzen bist, bringt das ja nichts. Artikel tut, was er verspricht. Auf der Suche nach einer preisgünstigen Alternative im Homeoffice und während der Vorbereitung für das Staatsexamen effektiv zu arbeiten, bin ich auf dieses Case gestoßen. Und ich meine, das hat Dr. Zhivago gesagt. Ja, positiv, sehr gute Akkulaufzeit. Hä? Handy kann man eingeschränkt noch bedienen im Café, Notfallanruf etc. Handy kann im Tresor geladen werden, notfalls können auch zwei Handys verstaut werden. Und jetzt meine Frage, was sind die Negativpunkte von Dr. Zhivago? Ich sage, dass das so Schmutz anzieht, dass da ganz schnell so Schmutz, so Fingerabdrücke drauf sind. Ja. Ich sage, dass es vielleicht ein bisschen groß ist, ein bisschen globig, dass das gerne überall hin mitnehmen wollen würde. Ja, finde ich gut, globig. Und dass irgendwelche Splitter raushingen. Okay. Der Anschaffungspreis ist nicht so ohne, aber verglichen mit seriösen Alternativen immer noch die günstigste Wahl. Ach so, mit seriösen Alternativen. Nicht mit seriös. Also, er meint damit nicht, dass dieses Produkt unseriös ist. Ja. Sondern er sagt, dass es neben diesem Produkt sicherlich auch viele unseriöse Produkte gibt. Aha. Kam schon geöffnet bei mir an und ist absolut nicht zu empfehlen, absolut billig. Ja, es muss ja offen sein, dass du was reinmachen kannst. It can be easily unlocked. Ja, das ist das Einzige, was es nicht sein sollte, aber gut. Da war gar kein Handy drin. Der Preis ist etwas hoch. Ich mag aber den Namen, der ist sehr eingängig. iDisc. Finde ich sehr, sehr eingängig, finde ich richtig gut. Ich dachte, iDisc
Das bei der Suchmaschine, das wird irgendwie auf Seite 20.000 gelistet, aber mach noch ein K dran. Ja. Dann sind wir auf der 1. Apple iPhone 5. Steht das? Ich habe lange nicht mehr sowas gelesen wie Person ist nicht im Kaufpreis inbegriffen. Handy stimmt, ist ja, nicht ja, ja, Rucksack ist das nicht macht, damit. Das macht ja, ja, das immer so nicht, ne? Nee. Spannend. Meinst du, die könnten wir alle verklagen? Lass mal kurz hochladen. Warte mal. Schau mal auf Pinterest wieder auf deiner Seite. Gundi, also Gundi, wer Gundula Gause folgt auf Pinterest, kriegt hier heißen Content. Sie ist die größte Pinterest-Influencerin Deutschlands, ist Gundula Gause. Die macht immer so Tee-Sets und so, ja? Postet die immer ganz viele. Ja, ja, die liebt Tee. Und arbeitet die im Büro oder von zu Gause? Also, ich glaube, wenn es heißt, es ist teurer als die seriösen, billiger als die seriösen Alternativen. Scheiße, jetzt kommt aber Dr. teurer Jekyll Hyde als die unseriösen Alternativen. Oh nein, er entwickelt sich. Oh, halt. Oh nein, er kommt. Oh nein. Billiger als die. Ich, Scheiße, kann ich es muss nicht. Ihm Senf zuführen. Ah, ich kann es nicht. Trink. Ah, oh, jetzt geht's wieder, ne? Jetzt ist besser. Oh, das hättet ihr nicht sehen wollen. Ich muss ihn da wirklich in Schutz nehmen. Da wird er dann wirklich zu einem ganz wilden Tier. Ich hoffe, das werdet ihr niemals erfahren, was dann jetzt passiert wäre. Florentin, du kannst wieder aufwachen. Florentin, alles ist gut. Alles ist gut. Wir sind immer noch bei pfiffige Ziffern. Du hast dich so aufgeregt, weil alles so scheiße billig war. Oh, es hat ihn nicht getriggert. Dann ist schon mal gut. Du bist geheilt. Was hast du gesehen die letzten 5 Minuten? Eine Zahl? Einen Preis? Irgendwas in diese Richtung? Dann sprichst du jetzt aus. Ich war in einem Maisfeld. Ja? Um mich herum lauter gepuffte Maiskolben. Und ich habe mich durchgekämpft. Ja? Und ich habe mich umgeguckt. Und hinter mir war auch keine Spur zu sehen, sondern ja? Alles nur voller Mais. Und ich kämpfe mich durch, ja? Links, rechts, ja? Links voran. Und dann plötzlich stoße ich auf eine Vogelscheuche. Und ich sage, hilf mir, Vogelscheuche, hilf mir, hilf mir. Und das Einzige, was sie sagt, ist, und ich komme ganz nah ran und sie kommt und sagt mir. Oh, man hört es noch nicht, du musst es lauter machen. Du musst. Was? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, 28, 88. Ich denke dir, was? Zock, plötzlich wache ich hier auf. Und diese Zahl, ich habe sie im Kopf, 28, 88, was soll das bedeuten? Kannst du damit was anfangen? Ist das in deiner Kultur irgendeine Art von Gebet oder so? Nee, aber wir sollen in diesem Spiel, das wir spielen, sollen wir immer eine Zahl nennen, die wiederum einen Preis. Dann könnte das die Antwort sein. Dann könnte das die. Lockt's ein, tippt's ein in was auch immer, schnell. Das ist schon eingeloggt. Das ist schon alles. Okay. Es war doch 28, 88, meintest du, ne? Ja. Ist aber der völlig falsche Preis, denn es kostet 19,99. Und damit lösen wir jetzt gleich auf, wer hier heute gewonnen hat. Denn wenn ich jetzt genau getroffen habe, dann ist alles vorbei für Florentin Will. Wenn ich nicht getroffen habe, dann könnte ich heute ausnahmsweise mal verloren haben. Wir lösen auf in 3, 2, 1. Bitteschön. Ja! Danke, Vogelscheuche, danke, danke, Vogelscheuche. Danke, Vogelscheuche, danke, danke, Vogelscheuche. Danke, Vogelscheuche, danke, danke, Vogelscheuche. Dankeschön, gewonnen, mal wieder gewonnen. Ja, vielen Dank, ich sage vielen, vielen Dank und möchte mich jetzt bitte freuen. Oh, Entschuldigung, oh, das tut mir leid, ich hab den Hund. Sorry, Entschuldigung, ich hab den Hund leider. Es tut mir leid, ich habe den Stuhl direkt an dich reingeführt. Das tut mir leid. Jetzt freu dich. Sorry, Entschuldigung. Nee, das wäre mir hinterher. Unangebracht. Das wäre jetzt unangebracht. Das klären wir hinterher. Yes! Ich hab gewonnen. Ihr wusstet das ganz genau, dass ich zurückkomme eines Tages. Was muss so ein Hund denken? Er ist wieder angepflockt da von dir und dann schreist du da durch die Gegend rum. Also Mino, es tut mir wirklich leid, dass ich dich mit so einem Deppen da irgendwie zusammengetan habe. Es tut mir wirklich leid. Und auch an euch da draußen, wirklich mal im Namen der ganzen Redaktion und der ganzen RBTV-Sippschaft. Es tut mir leid, dass Florentin Will zu uns gekommen ist damals. Das war ein Fehler von mir, das stimmt. Und ihr lasst jetzt einfach ein Like da und ein Abo da. Vor allem aber ein Like, ganz toll, wirklich letzte Folge habt ihr die 20.000 Likes geknackt. Heute schaffen wir die 30.000 Likes, versprochen. Bis zum nächsten Mal, das waren eure Florentins und Lasis. Tschüssel! Florentin? Hey! Hey! Na? Hey, alles klar bei dir? Ja, geht. Hast du gerade die Sendung gemacht oder was? Ja, war ganz lieb's. Ja, war gut. Cool. Ich hab verloren, aber ist kein Problem. Ach, das passt schon, ich glaube, das ist ganz gut. Manchmal meint vor dir der eine oder andere. Ja, kannst du bitte sterben? Okay. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern mit Lars Paulsen und Florentin Will.
pfiffige Ziffern.